Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hühn und Perdün vor Ort. Wir befinden uns heute auf der Bergmannsallee zwischen der Gertherstraße und der Rumbachquelle oberhalb des Hofes Kranenberg. Wir möchten euch heute in dieser Folge etwas über die Bergmannsbuche erzählen, die sich an dieser Kreuzung befindet. Am Stamm der Bergmannsbuche befindet sich in 5 Metern Höhe die Statue der heiligen Barbara. An dieser Statue sind unterhalb 2 Grubenlampen angebracht. Etwas weiter unterhalb befindet sich ein Hinweisschild, auf dem erklärt wird, warum die heilige Barbara an diesem Ort steht. 1921 ereignete sich auf der Zeche Montchenis eine schwere Schlagwetterexplosion, bei der 85 Kumpel ums Leben kamen. Aus diesem Grund hat die Landwirtin Elisabeth Kranenberg an der Bergmannsbuche ein Holzkreuz und einen Rosenkranz angebracht, damit man der verunglückten Bergleute gedenken kann. Im Hintergrund seht ihr den Marienbildstock, der erst später an diesen Ort kam. Im Laufe der Zeit musste er mehrfach restauriert werden, weil er durch Vandalismus und Sturm zerstört wurde. 2012 wurde er neu geweiht und steht seitdem an diesem Ort und lädt zum Verweilen und zum Gedenken an die verunglückten Bergleute ein. Weitere Informationen zur Bergmannsbuche und zu dem Marienbildstock finden Sie im Wiki von Hühn und Perdün. Den Link dazu finden Sie unterhalb dieses Videos. Ich hoffe, ich konnte Ihr Interesse damit wecken und würde mich freuen, wenn Sie auch nächstes Mal wieder einschalten würden. Vielen Dank!